Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Destiny. Heute, ja, ich bin Level 30. Und soweit ich weiß, hat Paul gestern erwähnt, dass ich heute meinen Sturmbeschwörer mache. Also mache ich den auch. Und los geht's mit Aufblitzen in der Finsternis. Ein Aufblitzen in der Finsternis, oder? Warte. Nein? Ja, vielleicht? Auf jeden Fall will ich jetzt meinen Sturmbeschwörer machen. Weil ich's kann. Was bedeutet es, ein Warlock zu sein? Macht. Nur Warlocks kennen wahre Macht. Wahre Macht liegt im Wissen, im Verstehen. Kraft kanalisieren, statt kontrollieren. Der Sturm ist rohe Kraft und die Trance ist wahres Verstehen. Beides ist erforderlich. Die Sturmbeschwörer sind also gleichzeitig Frage und Antwort. Und das bedeutet es, ein Warlock zu sein. Also gleichzeitig die Frage und die Antwort zu sein. Hört sich gut an. Meine Verborgenen haben einen mächtigen Vex, einen Konduktivgeist unter den Ruinen von Freistadt entdeckt. Er besitzt die Arkusquelle, die du brauchst. Finde ihn. Okay, dann mache ich das mal. Wird nicht einfach sein. In den Tunneln von Freistadt wimmelt es nur so von Vex. Gut. Stürme entstehen aus Konflikten. Danke. Ich mache das. Macht das mit der Schrot. Schrecke nicht vor der Dunkelheit zurück, Hüter. Mach ich nicht. Das sind Kabal. Ich brauche aber keine Kabale. Ah, darüber ja. Ist eine Weile her, dass ich unten war. Tut mir leid. Hier, da. Hier. Ach, kommt schon. Ikora? Da unten ist eine ganze Armee. Du musst sie überwinden. Sie wollen dich davon abhalten, zu ihrem Meister zu gelangen. Konjunktiv Jünger. Dieser Hauptgoblin? Oh, da ist der Weg frei. Diese Konstrukte sind komplett mit Arkus-Energie aufgeladen. Die ganze Gegend hier ist davon gesättigt. Ja, das ist doch gut. Gut. Mache den Konduktivgeist auswendig. Du bist erst fertig, wenn sein Arkus dir gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob man alles doppelt hört.
Wenn ja, tut's mir leid. Wartet mal. Ich mach mal ganz kurz. Oh Gott, schlechter Moment. Schlechter Moment. Schlechter Moment. Okay, wo bist du von dem Tief? Von dem Tief geil. Wo ist Lebensraum, wenn man braucht? Was war denn der Konjunktiv das Mal? War das ein Hydra oder war das irgendwas anderes? Ich weiß nicht, ich laufe jetzt einfach. Leckt mich! Ihr könnt mir gar nichts, ihr Gegner! Oh. Arcus. Warlock Master Race. Warlock Master Race. Ja, wenn ja, es hier unten nicht noch einen Todesroboter gibt, der von Blitzen angetrieben wird, dann muss das der Konduktivgeist sein. Ja, hört sich gut an. Vor Unternehmen. Konflikt. Ah. Du würdest doch gar kein PvP. Na, jetzt weiß ich, warum in PvP immer so viele Sturmspurer rumlaufen. Das ist sehr beschämend für mich. Vielleicht muss ich was anderes ausprobieren. Sich dich halt mal wieder. So, das brauche ich auch mal. Oh, meine Super ist voll. Das könnte vielleicht sogar auch noch helfen. Wenn es hier unten nicht einen Todesroboter gibt, der von Blitzen angetrieben wird, dann muss das der Konduktivgeist sein. Wirklich. Ich nicht gedacht, dass das der Konjunktivgeist ist. Ah ja, ich hab's geschafft. Ikora, wir haben den Konduktivgeist neutralisiert. Ich hoffe, dass du aus deiner Niederlage gelernt hast. Dann wollen wir dir mal beibringen, wie man Blitze benutzt. War das jetzt nutzreich oder war das jetzt nicht nutzreich, dass ich das gemacht habe? Wupp. Warlock Master Race. Warlock Master Race. Yeah. Channel the Lightning. Yes. Oh ja. Fokussiere die Leere. Und fast auf Level 31 damit bekommen. Das hört sich doch gut an. Dann setzen wir den Schild mal fort. Und es startet wie immer automatisch das gleich die nächste Mission. Mars. Die Vex kriechen über seine Oberfläche auf der Suche nach seltenen Arcus-Stürmen. Sie baden darin wie in heißen Quellen. Wir haben einen an der entfernten Außengrenze entdeckt. Wenn du lernen willst, wie man den Sturm herbeiruft oder sich in Trance versetzt, dann musst du gehen. Nichts soll dir im Weg stehen. Ah, das hört sich doch gut an.
Finde einen Weg, hey, ganz um deinen Verstand PvP zu lehren, Hüter. Damit beginnt jeder Sturmbeschwörer. Ich setze mich jetzt hier hin. Der Blitz schlägt den nämlich zweimal um. Passt ja jetzt, dass ich einen Arkus und Pulsgewehr benutze. Erste Meditation. Warte. Meditation. Aber du musst seine Loyalität gewinnen. Noch einmal. Ach du Scheiße. Ah ja, da oben. Der Sturm beginnt zu gehorchen. Auf ein neues, Hüter. Dritte Meditation. Also Leute, so das ist so meditiert man normalerweise nicht. Aber wenn man Sturmbeschwörer sein will, muss man vieles können. Dein Blitz geht seinen eigenen Weg. Eine Demonstration deiner Stärke ist angemessen. Rufe den Blitz herbei und vereine dich. Du wirst dich entweder als Sturmbeschwörer erheben oder gar nicht. Aber das hört sich... Ich weiß auch nicht, aber es hört sich gut an. Also ich kann einfach sagen, das ist auf der PvP-Karte nicht so. Oh, oh. Sah gut aus. Bin halt nur ein bisschen verpufft. Aber nur so ein bisschen. Konzentrieren wir uns auf die Vex. Da kommt das Tolle an dieser Mission. Und Arkus sollen sie auch bekommen. Oh mein Gott, ich liebe diesen Fokus. Weiter geht's, tut mir leid, dass das jetzt anders ging.
als ich gedacht habe, weil das Videoclip hatte gespeichert, ohne dass ich es wollte. Oh mein Gott, diese Mission ist so klasse. Niemand kann sich dir entgegenstellen und du hast Rückenwind. Du bist ein Sturmbeschwörer und es steht dir gut. Ah, das ist gut. Der Sturm ist Frage und Antwort gleichzeitig. Denke daran, wenn du den Funken an dich nimmst. Und erteile diese Lektion denjenigen, die dich zu Fall bringen wollen. Warlock Masteries. Warlock Masteries. Channel the Lightning. Ey. Die Reichweite. Die Reichweite von dem Nahkampf. Der ist unglaublich. Impulsgranaten. Impulsgranate überall. Also ja, das war jetzt das für einen Sturmbeschwörer. Sobald man die Mission abgeschlossen hat, hat man sofort die erste Granate, das Kleiden, die Sturmtrunks und den Donnerschlag. Also jede Fähigkeit frei, die man am Anfang haben muss. Und ja, dann werde ich jetzt die ein bisschen leveln. Obwohl, ja doch ein bisschen, ein kleines bisschen. Im Schmelztiegel. Also ja, das war's. Hoffe, hat es euch gefallen. Und damit verabschiede ich mich. Ciao.